Die Gefahren im Internet sind vielseitig, aber viele davon haben eines gemeinsam. Gauner sind auf Geld aus. Ein beliebtes Werkzeug, Phishing-Mails, sagt uns Sicherheitsexperte Achim Quemberger. Die Betrüger nutzen die Hilfsbereitschaft oder die Leichtgläubigkeit ihrer Opfer aus. Das zielt einfach darauf ab, dass ich die Menschen täusche und dazu verleite, mir Geld zu überweisen. Eben dieser falsche Sohn im Ausland, der irgendwie das Handy verloren hat und sonst nicht mehr heimkommt. Der persische Prinz, der ein Riesenvermögen zu verschenken hat und so weiter, wo man dann einen gewissen Betrag auf ein Konto überweisen muss, dass irgendwelche Schritte eingeleitet werden können. Das Geld ist natürlich weg. Zuletzt haben Internetbetrüger auch gefälschte E-Mails mit der Bestätigung eines Zahlungseinganges an Kunden und Kundinnen der Salzburger AG versendet. Ihr Ziel? Daten. Auf Betrüger-E-Mails sollte man nicht antworten, Links nicht anklicken und Anhänge nicht öffnen, empfiehlt der Information Security Manager. Im Zweifel sollte man nachfragen. Ich gehe auf Google, suche den Begriff, kriege dort wahrscheinlich eine Nummer oder die offizielle Homepage und dort rufe ich an und frage nach. Und das sollte der Weg sein, dass man eben raus aus diesem Kontext geht und das selber überprüft und auch selber nach den Kontaktdaten sucht. Wie gesagt, die Kontaktdaten in einem E-Mail nicht antworten, die Nummer kann gefälscht sein. Da eben sollte man da nicht drauf reagieren. Generell sollten Internetnutzer sorgsam mit ihren Daten umgehen, sie nicht leichtfertig hergeben oder veröffentlichen. Das betrifft auch Fotos oder Videos. Diese Regeln sollten auch Kinder schon früh lernen. Wie man das Kind eigentlich beibringt, mit Fremden zu sprechen. Man steigt zu keinem ins Auto, man nimmt keine Süßigkeiten von irgendwen an, man geht zu Leuten, die man kennt, wenn man angesprochen wird von einem Unbekannten oder einer Unbekannten. Und genauso verhält man es im Internet, nur dass man das Gegenüber nicht sieht. Das hilft jetzt nicht, dass man eine Stunde ausholt und alle Gefahren im Internet aufzählt, das nimmt das Kind wahrscheinlich gar nicht auf. Aber dass man wirklich so punktuell einzelne Themen rausgreift und mit dem Kind bespricht. Zum Schutz der Kinder und Jugendlichen gibt es zwar technische Hilfsmittel wie Apps, Kinderaccounts oder Contentfilter, die sind aber mit Einschränkungen verbunden. Und die findigen Kids können die Schutzmechanismen oft recht einfach und mit wenigen Klicks umgehen. Viel wichtiger ist es da, dass man wirklich die offene Kommunikation mit den Kindern hat, weiß, was die Kinder machen. Das heißt, man muss sich selbst auch ein bisschen up-to-date halten, was denn da draußen gerade an Gefahren so los ist, aber auch, was die Kinder so machen, gerade in puncto soziale Medien, dass man da wirklich schaut, dass sie sich selbst schützen. Weil das geht nicht nur auf die Angreifer oder Cyberkriminelle aus, sondern wie man auch hört, das Cybermobbing fasst immer mehr Fuß. Und das ist natürlich, wo man Kinder schützen muss, nämlich auch vor sich selbst sozusagen. Ja. Achim Quemberger schult die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Salzburger AG im richtigen Umgang mit Daten und Passwörtern. Der Gefahren im Internet solle sich aber jeder bewusst sein, in der Arbeit und zu Hause.